Heute geht es um den heiligen Achatius. Er ist einer der 14 Nothelfer. Hier in der Pfarrkirche St. Servatius in Koblenz-Gülz sind alle die 14 Nothelfer aufgereiht auf einem großen Sockel. Der heilige Achatius ist hier als Soldat dargestellt. Er ist ein Mann des 3. Jahrhunderts zur Zeit der Christenverfolgung. Er lebte in der heutigen Türkei. Er gehört zu den vielen Soldaten im römischen Heer, die Christen geworden waren und eben als Christen verfolgt wurden. Seine Verehrung im 4. Jahrhundert in Konstantinopel, der heutigen Istanbul, ist da schon nachzuweisen. Ja, das meiste, was wir wissen, ist sehr legendär. Ganz kurz gesagt, er weigerte sich eben dem christlichen Glauben abzuschwören. Er wurde gefangen genommen. Er wurde mit Dornen gegeißelt. Das erinnert natürlich an die Dornenkrone Jesu und wurde dann hingerichtet. Aber damit ist die Geschichte natürlich nicht ganz zu Ende, sondern er wurde in einem Zinnsarg beigesetzt. Der wurde ins Meer geworfen und der trieb dann ganz wundersam auf den Wellen bis nach Kalabrien und ist dort angestrandet. Und so wird er auch in Kalabrien als San Agario ganz stark verehrt. Als Nothelfer wurde er immer angerufen, wenn Kriegsgefahr drohte. Was ich interessant finde, sein Gedenktag ist der 8. Mai. Und der 8. Mai ist auch der Tag, an dem wir daran denken, dass der Zweite Weltkrieg dann zu Ende gegangen ist. Es ist sicherlich nur ein Zufall, aber ein interessanter Zufall, der uns vielleicht daran erinnert, dass Krieg führen immer die schlechteste Lösung ist, um einen Konflikt zu beenden.